Tag, hier Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche von Grummel Grummel. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, denn ich habe am Wochenende, letzten Sonntag, mein neues Projekt gestartet, Road to E50M. Und das bedeutet, ich komme zurzeit wieder in den Hochgenuss des Low-Tier-Bereichs. Ja, das ist eine Freude des Herzens. Denn ich möchte mal behaupten, dass gerade in diesem Low-Tier-Bereich die Schwächen und die Stärken der Panzer nicht so ganz gerecht verteilt worden sind von Wargaming. Der Grund dafür, der ist natürlich verständlich, denn es lohnt sich eigentlich gar nicht, sich so richtig darüber aufzuregen, weil bevor man es geschafft hat, sich so richtig in Rage zu spielen mit diesen Gurkenpanzern, ist man ja auch schon fertig mit denen und kann mit dem nächsten Panzer wieder von vorne versuchen. Also wozu sich über die Schwächen eines AMX 38 aufregen, wenn man ihn nach drei Gefechten fertig hat? Ich meine, keine Sau hat Bock, sich mit dem Wargaming-Support so lange auseinanderzusetzen für diese Mistgurke. Schnauze, ich mache hier Aufnahmen. Und so könnte man meinen, dass es in jeder Nation das ein oder andere schwarze Schaf gibt, was es wirklich nochmal wert ist, besonders behandelt zu werden. Hm? Und ich verspreche euch, diese Panzer sind nicht nur subjektiv Mist, sondern die sind statistisch gesehen einfach scheiße. Zum Beispiel der M5 Stuart der Amerikaner. Wisst ihr, was der für Vorteile gegenüber dem chinesischen M5A1 Stuart hat? Gar keinen! Nicht einen einzigen! Es gibt einfach keinen Vorteil! Der M5 Stuart der Amerikaner ist auf derselben Tierstufe und der ist einfach überall schlechter! Der hat eine Gun, die hat 50% weniger DPM! 50%! Das ist brutal viel! Und dann ist er auch noch langsamer! Und hat eine schlechtere Panzerung! Und ist allgemein einfach scheiße! Was soll der Mist? Das ist derselbe Panzer, nur mit einem A1 dazwischen. Aber die Chinesen, die haben mal richtig gut kopiert. Der britische Valentine auf Level 4, der ist einfach nur eine schlechtere Matilda. Genauso langsam, mit einer viel schlechteren Gun und weniger Panzerung. Und sieht auch noch beschissen aus. Dieser Panzer hat nicht die geringste Existenzberechtigung, außer den historischen Bauplänen. Aber er ist doch ein Light Tank. Der hat doch besonders viel Camo. Bessere Camo-Werte auf dem Tierlevel? Nutzlos! Aber von all diesen Panzern auf dieser Tierstufe hat's mir einer ganz besonders angetan. Den durfte ich nämlich selber spielen. Und zwar der Durchbruchwagen 2. Ich weiß nicht, was der Durchbruchwagen 1 war. Aber der Durchbruchswagen 2 ist schon so ein durchschlagender Erfolg, dass er auch in Fachkreisen Durchfallwagen 2 genannt wird. Und das hat auch seine Begründung. Denn das Einzige, wo dieser Panzer durchbricht, ist meine Geduld. Okay, und vielleicht auch noch mein Darmtrakt. Aber das Ding ist komplett scheiße. Die Gun auf dem Panzer, damit kann man eventuell noch leben. Die ist zwar nicht besonders stark, vor allen Dingen, wenn es gegen Tier 5 Panzer geht, aber irgendwo hat die noch eine Daseinsberechtigung, könnte man meinen. Die Lebenspunkte sind mit 440 auch für das Tier eigentlich gar nicht so verkehrt. Und die Panzerung mit 50, 50, 50 überall, ganz einfallsreich, ist doch auch gar nicht so verkehrt. Also wo ist das Problem? Das Problem an diesem Panzer ist, dass er einfach in nichts wirklich gut ist. Der ist so gut. Kennt ihr das? Der ist so gut. Ist das eine Scheißpanzer. Ich hasse diesen Panzer. Der ist einfach kacke. Wenn ihr versucht, mit dem Panzer zu pushen, dann seid ihr einfach zu langsam und eure Panzerung ist nichts wert. Weil obwohl man mit Anwinkeln irgendwie so schräg hin und her fahren kann, so... macht das Ding einfach keinen Sinn, weil es ist fett, es ist langsam und da kommt einfach fast jeder Panzer durch. Zum Snipen ist die Gun einfach nicht gut genug. Da sind die Penetration-Werte nicht gut genug für, die Waffe ist auch nicht genau genug dafür. Das heißt, spätestens wenn ihr gegen Level 5 Panzer kämpft, könnt ihr nicht mehr snipen, außer ihr benutzt Maß ABCR. Vielleicht zum Spotten. Puh, nie im Leben, 330 Meter Sichtweite, der kann nicht mal geradeaus gucken. Das ist fast immer so, ihr fahrt geradeaus zum Pushen, weil ihr seid ja Heavy Tank und irgendwas beschießt euch und ihr könnt es nicht spotten. Und das Allergenialste ist,
Das ist der Beginn einer mittleren Panzerreihe im Heavy Tank. Das heißt, Besatzung umtrainieren wird auch nochmal extraorbitant teuer. Warum? Warum? Aber man muss gestehen, vielleicht bin ich da nicht ganz objektiv, denn ich habe inzwischen ein persönliches Hassverhältnis zu diesem Panzer aufgebaut, denn der versaut mir einfach komplett meine Stats. Weil das Ding ist einfach scheiße. Ja, er kommt zwar nicht in Level 6er Kämpfe, was auch der totale Overkill wäre, aber trotzdem, man fühlt sich einfach hilflos in diesem Panzer. Ihr seid zu langsam, um dahin zu kommen, wo es wichtig ist. Ihr habt keine Panzerung, um euch den Weg durch die gegnerischen Reihen zu bahnen. Und eure Gun ist nicht stark genug, um im Shootout wirklich was zu reißen. Also was zur Hölle kann dieser Panzer, außer... Ich weiß es nicht! Und so zieht sich das halt durch die Low-Tier-Bereiche durch, weil... Wo kein Kläger, da kein Richter. Und es macht sich einfach keiner die Mühe. Und eigentlich muss ich gestehen, hat sich das Ganze ja auch nicht gelohnt. Hätte ich mal lieber noch 5 Runden in der Zeit gezockt, wäre das Ding auch vom Tisch. Aber irgendwo muss halt Fairness sein. Und irgendwie wollte ich es auch nur mal loswerden, weil mein Gott, der Panzer macht mich nervös.